Herzlich willkommen, GNP1 ist für euch unterwegs hier in Bremen bei Hype FC Nummer 6, Rumble in the Cage. Neben mir steht jetzt Leon Sade mit seinem Trainer Ashkan Goha vom Hammerbrook Gym aus Hamburg, hier nicht weit nach Bremen gekommen und ich glaube auch ganz erfolgreich. Ne? Du hast heute gegen Farid Kodami gekämpft und erzähl uns mal ganz kurz, wie es gelaufen ist. Ja, der Kampf ist eigentlich ganz gut verlaufen, war ein sehr Junge, hat gekämpft, hat alles gegeben. Wir haben nach Punkten gewonnen, 3-0. Ja, war ein guter Kampf, ne? Hat Spaß gemacht. Ja, also ich habe die Reaktion des Publikums so ein bisschen miterfolgt auch. Die sind da gut abgegangen, also es war ein sehr spannender. Von außen sah es auch nach einem sehr hart geführten Kampf aus. Ich weiß nicht, kannst du das so bestätigen? Also ich glaube, beide hatten gute Treffer. Du hast dich 3 Runden vorne gesehen, die Ringrichter glaube ich auch. Aber den einen oder anderen Treffer hat er schon auch setzen können, oder? Ja, so wie man sieht, hat er gut getroffen. Gehört zum Kampfsport dazu. Man kann nicht nur austeilen, man muss auch einstecken können. Ja, die Stimmung war super. Wir haben auch ein gutes Team dabei gehabt. Also ich trainiere im Hammerbrook Gym. Wir haben ein gutes Team, sind auch viele gekommen. Alle haben vor uns gejubelt, haben uns den Rücken gestärkt. Mit Erfolg, wie man sieht, ne? War positiv. Ja, wie sieht's der Trainer? Wie sah es aus der Ecke aus? Also zuerst zufrieden, war ja ein Sieg, da kann man ja nicht meckern. War ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen zäh geführter Kampf. Aber auch solche Tage gibt es, wo man einfach ein bisschen zäher in den Kampf reinkommt. Der Gegner wollte auch unbedingt bis zum bitteren Ende durchkämpfen. War auch sehr kantig, das war kein rund geführter Kampf. Aber die eindeutigen Treffer hat Leon gesetzt. 3-0, sagt das Resultat ja auch aus. Also zufrieden. Jetzt muss man nur noch an den kleinen Fehler basteln. Also zufrieden sind wir nie, egal was passiert. Weil wenn man zufrieden ist, dann tappt man auf der Stelle. Also wir sind nicht zufrieden, nie zufrieden, egal was passiert. Weitermachen, nächsten Kampf suchen und besser machen. So ist das. So ist es, klar. Analysieren und dann geht's weiter. Schauen wir uns mal die Vorbereitung an. In der Vorbereitung gab es ja auch die eine oder andere Veränderung. Der aktuelle Gegner, der ist, glaube ich, eine Woche vorher erst auf den Plan gekommen. Hat dich das beeinflusst in der Vorbereitung? Ja, also natürlich hatten wir uns auf den Gegner gewissermaßen eingestellt. Wir haben jetzt eine Woche Zeit gehabt, uns umzustellen. Hat gereicht. Gehört, wie gesagt, auch zum Kampfsport dazu. Muss man auch mit rechnen. Und wie gesagt, passiert. Umgestellt. War das dann vielleicht so ein bisschen überraschend auch, du hast es angesprochen, auch aus der Trainerecke, dass der Gegner sehr hart und sehr verbissen gekämpft hat, dass der hatte sicherlich eine geringere, von der Zeit her, eine kürzere Vorbereitung, dass der trotzdem so stark dagegen gehalten hat. Ja, also ich weiß, dass er vor 2 Wochen auch gekämpft hatte, da also ist er vom Prinzip her auch drinne gewesen im Kampf, sage ich jetzt mal. Natürlich musste er sich wahrscheinlich auch ein bisschen umstellen. Man muss sich immer zum Kampf auf den Gegner meistens einstellen. Ja, hat nicht geklappt, würde ich sagen. Hat geklappt, wunderbar. Ja. Ashkan, wie hast du es gesehen? War das ein bisschen überraschend? Also wir sind es ja nicht anders gewohnt. Wir sind ja beim Thai-Boxen, beim Kickboxen. Da sind ja Verletzungen eigentlich vorprogrammiert, auch noch in der heißen Phase. Die letzte Woche, 1-2 Wochen vor dem Kampf, drehen alle nochmal auf. Und da kommen halt Verletzungen. Also das Lustige ist ja, Leon hat mich letzte Woche, also genau vor einer Woche, vor dem Kampf, hat er mich angerufen, meinte, ich glaube, der Gegner sagt ab. Ich sage, nein, nein. Er sagt, doch, doch, ich habe so ein Gefühl. Ich sage, nein, mach dir jetzt mal keinen Kopf. Und dann genau einen Tag später ruft Wahid an und sagt, ja, der Gegner hat sich verletzt. Also wir sind im Prinzip schon eigentlich darauf eingestellt, also mehr oder weniger. Man hofft immer das Beste, weil man wochenlang sich auf einen Gegner einstellt und auch darauf arbeitet und guckt, wie man da vorankommt. Und eine Woche vorher springt der Gegner halt ab. Aber wie gesagt, damit muss man immer rechnen. Es kann auch sein, dass der Gegner einen Tag vorher abspringt. Also wir nehmen alles mit, was kommt. Wenn wir auf eine Veranstaltung angemeldet sind, dann ob wir verletzt sind oder krank sind, interessiert nicht. Leon hat letzte Woche vor 6 Wochen auch krank gekämpft, Mittelohrentzündung gehabt und wollte nicht absagen. Hat er mir sogar angelogen, dass er fit ist, weil er unbedingt den Kampf wollte. Also man muss halt gucken, was man will. Ne? Wir nehmen alles mit, was kommt. Wenn wir uns anmelden, wenn wir vorbereitet sind, und das machen die Gegner wahrscheinlich auch dann. Ne? Also Gegner wollte heute auf jeden Fall mitknallen, muss er auch. Also wir sind in der B-Klasse, da wird nicht rumgegurkt. Wenn man den Kampf gewinnen will, muss man alles reinsetzen. Hat er gemacht, hat leider nicht gereicht, aber er ist auch jung, für ihn geht es auch noch weiter, so ist das nicht. Ja, hell sehen kann der Leon also auch noch, ist auch unglaublich. Ja, kann auch durchaus hilfreich sein beim Kampfsport, ne, wenn man vorher schon sieht, was da kommt. Ja, Leon, deine Vorbereitung war aber auch, glaube ich, wenn wir nochmal ein Stück weiter zurückschauen, auch ja, nicht holprig, ist ja ein relativ schönes Ereignis auch. Warum die so ein bisschen unterbrochen wurde, vielleicht ein paar Worte dazu. Ja, also ich habe ja vor 6 Wochen habe ich gekämpft
erfolgreich. In der zweiten Runde konnte ich meinen Gegner K.O. schlagen. Davor habe ich über 2 Jahre Pause gehabt. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich bin frisch gebackener Kfz-Meister, kann man sozusagen sagen. Ich wollte erstmal natürlich für die Zukunft ein bisschen was sicher schaffen und kann mich jetzt natürlich dann erfolgreich wieder auf den Sport konzentrieren. Ne? Dann ist ja natürlich auch sehr wichtig, dass man auch an die Zukunft denkt, ne? Weil von dem Sport alleine kann man ja natürlich nicht leben. Ne? Leider ist das immer noch so in Deutschland, ja. Das ist leider so. Du kannst dich also jetzt wieder voll konzentrieren auf den Sport. Absolut. Das heißt, wo soll es da hingehen? Gibt es da konkrete Pläne? Ja, also Gott sei Dank, ich bin jetzt durch den Kampf nicht so verletzt, außer ein kleines Auge. Ne? Alles andere klärt mein Trainer. Also ich hoffe, dass ich demnächst schnell wieder in den Ring steige. Ich habe, wenn alles gut klappt, noch vor, dieses Jahr ein paar Kämpfe zu machen. Und für alles Weitere bin ich offen halt. Ne? Wir gucken, was kommt. Wir nehmen mit, was wir können. Und wir versuchen, nichts aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja, direkt gebe ich direkt weiter an den Trainer. Ja, also er hat es schon so gesagt, wie es ist. Verletzt ist er jetzt nicht. Vor 6 Wochen letzten Kampf gehabt. Er ist im Rhythmus, wir gucken, was jetzt kommt. Wenn es passt, nehmen wir es mit. Wenn nicht, dann, wir haben keinen Druck, wir haben keine Eile. Aber ich finde, er hat Lust, er hat Bock. Er liegt mir auch jeden Tag in den Ohren. Ich will, ich muss. Und da haben wir auch beide Bock drauf, machen wir, gucken, was kommt. Also fest steht jetzt in nächster naher Zukunft nichts, aber im Herbst stehen viele Kämpfe schon fest. Also jetzt schon stehen viele Kämpfe fest. Auch, ich glaube, auf Hype FC im November oder Dezember versuchen wir Leon auch mal reinzubekommen und vorher gucken wir, was kommt. Also steht nichts richtig an, aber das kann von heute auf morgen sich ändern. Wir halten die Augen auf und gucken einfach. Wir halten die Augen auch ganz weiter auf Leon Sadés weitere Karriere. Da sind wir sehr gespannt. Ich glaube, der Kampf hat auf jeden Fall Lust gemacht, da mehr von dir zu erleben. Und wie gesagt, vorhin ich es auch so beschrieben habe, die Fans konnten das natürlich, haben das natürlich auch sehr mit Applaus bedacht. Und die wollen natürlich auch mehr von dir sehen, gar keine Frage. Ja, also wenn da irgendein Veranstalter ist, denke ich, für den ist es auch eine gewisse Werbung. Ja. Leon, dann würde ich dir noch die Gelegenheit geben, 1-2 Worte loszuwerden. Du kannst grüßen, du kannst Wünsche loswerden. Die Kamera gehört dir. Ja, also sehr gerne sogar. Also nach so einem tollen Sieg, sage ich mal, ist man ja ganz besonders immer dankbar. Ich danke natürlich in erster Linie meinem Trainer, der sich immer für sich einsetzt, der mich 2-mal am Tag auf so einen Kampf vorbereitet, mit Leib und Seele. Dann danke ich natürlich auch meinem ganzen Team, dem Hammerbrook Gym, für die tolle Unterstützung. Ganz wichtig auch meiner Familie, die mich auch immer unterstützt. Und ja, alle, die sich für mich freuen natürlich. Ne? Aschkan, hast du dir was hinzuzufügen? Leon hat schon viel, also fast alles gesagt. Natürlich danke ich auch meiner Familie und auch meinem Gym und auch Leute, die extra auch angereist sind. Auch vor 6 Wochen mit über 40 Mann angetanzt auf einer Veranstaltung, haben richtig Randale gemacht, hier auch heute. Also mehr kann man nicht wollen. Wir sind zufrieden, soll weitergehen. Aber einen haben wir noch vergessen. Wir waren ganz besonders den Weid für die tolle Veranstaltung. Ist wirklich sehr gelungen. Das stimmt. Ihn dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir schon hier stehen. Und ne? Ground and Pound. Und Ground and Pound. Ja, ich hatte schon leicht, vergisst er mich jetzt. Ich weiß noch, ich habe das letzte Mal immer vergessen, aber heute denke ich dran. Ich gebe es ans Team weiter. Vielen lieben Dank dafür. Ich danke mich auch für das Interview, für die Zeit. Sehr gerne. Und wünsche euch viel weiteren sportlichen Erfolg. Leon, wir werden dich beobachten. Ja. Prost. Ciao, ciao.